die Möglichkeit, Dinge, die mich nerven, die mich begeistern, die mich einfach beschäftigen, innerlich auszudrücken, ohne dass ich unbedingt viele Worte benutze, ohne dass ich irgendjemandem besonders recht machen muss, sondern einfach das wiedergeben, was in mir steckt und was ich verarbeiten möchte. Ich habe alle möglichen Stile ausprobiert. Ich habe Manga, Ölmalerei, Aquarell, alles gemacht und bin dann irgendwann mal im Comic stecken geblieben. Ich konnte damit Geschichten erzählen. Das hat mir so besonders gefallen. Und ich hatte damals dann das erste Mal ein Bild gezeichnet von einer Frau, die in einer U-Bahn steht, das war ich, und die einfach nur müde war vom Tag. Und der zweite Teil des Comics war, dass sie von einer älteren Dame beobachtet wird, diese Person. Und in ihrer Perspektive ist es ein Alien. Und es war einfach nur, weil ich damals irgendwie so genervt war. Da war ich noch in der Schule und ich habe gemerkt, als ich das online gestellt habe, das hat so viele Fragen aufgeworfen. Das war so eine Einladung für viele, endlich mal über dieses Thema zu reden, über was sie überall lesen und so. Ich kann sehr auf einem Meta-Level sehr abstrakt sprechen und das verstehen vielleicht viele, aber sie verstehen es mit dem Kopf und nicht mit dem Herz. Und wenn ich eine Geschichte persönlich erzähle, wenn ich mich zeige, wie ich in meinem Alltag das und das erlebe und wie mich Dinge schockieren oder wie mich Dinge, woran ich mich freue, dann findet man viel eher einen Zugang dazu als Betrachter. Ich habe gemerkt, dass es irgendwo auch Verantwortung ist, also dass man sagt, okay, anscheinend Sofern hat das gezeichnet, wahrscheinlich sind das alle denken so ähnlich. Und das war irgendwie so ein Druck, so habe ich das jedenfalls wahrgenommen. Es war irgendwie so für mich so ein Druck, dass ich immer aufgepasst habe, okay, was sage ich jetzt? Muss ich mich zu jedem Geschehen auf der Welt, muss ich da Stellung zu nehmen? Ich repräsentiere nicht Tausende und das ist immer meine persönliche Meinung. Und dazu, glaube ich, muss man stehen. Nämlich sich nicht selber zensieren, aber auch gleichzeitig Verantwortung übernehmen. Man muss immer Kritik annehmen, das ist, glaube ich, auch als Künstler ganz wichtig. Aber gleichzeitig sollte man gucken, dass man es eben nicht zu sehr versucht, anderen recht zu machen und irgendwo auch seinem Herzen folgt und dem, was man Ausdruck verleihen möchte, zu folgen. Ich glaube, das gehört dazu auch, dass man wächst und auch Fehler sich eingesteht oder auch eingesteht, dass es vielleicht nicht so perfekt war, was man gemacht hat. Das gehört dazu. Ich möchte sozusagen das, was ich jetzt schon mache, noch viel mehr ausbauen. Also ich will Kunst weiter als Möglichkeit zum Dialog nutzen. Ich will, dass es weiter an Schulen genutzt wird und noch mehr Menschen, also von alle Altersklassen erreicht. Ich habe aber auch ganz viele große Pläne, dass ich möchte gerne eine Graphic Novel veröffentlichen, ich möchte gerne einen Online-Shop aufbauen, ich möchte gerne auf ganz vielen verschiedenen Ebenen mit Menschen Austausch haben, auch Workshops und Vorträgen und so weiter und das noch viel konsequenter machen, als was ich bisher gemacht habe.